Die BBFK gibt es diesmal zum fünften Mal. Das ist eine Konferenz, eine nationale österreichische Konferenz, die im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfindet. 2008 das erste Mal, 2016 ist das fünfte Mal. Das ist schon etwas Besonderes. Und die Idee war wirklich so, die Community der Berufsbildungsforscher, also Universitäten, außeruniversitäre Institute, aber auch die Verwaltung, die Schulen, die Unis zusammenzubringen, um einfach so einen Austausch zu aktuellen Themen, so einen Austausch zu ermöglichen und die Wissenschaftler tatsächlich zum wissenschaftlichen Kongress auch zusammenzubringen. Wir haben zwei Kino-Sessions, also Hauptreferenten, die heute eine, die Karin Büchter war gerade mit der ersten Keynote, Philipp Gonon, ein Professor aus der Schweiz, ist morgen mit der Keynote dran. Dann gibt es zwei Formate, die heißen Paper Sessions und thematische Foren. Die wurden eingereicht, die Vorschläge von den Wissenschaftlern. Thematische Foren sind eher diskursiv, wo ein Thema von mehreren Standpunkten und von mehreren Personen auch thematisiert und diskutiert wird. Bei den Paper Sessions sind wirklich wissenschaftliche Arbeiten, die eingereicht und dann auch präsentiert werden. Ich bin sehr beeindruckt, wie höchst professionell, wie toll das organisiert ist. Das ist der Platz ideal und ja, und es ist einfach immer spannend, weil man so viele Kollegen und Kolleginnen trifft. Das ist wahnsinnig spannend von den Inputs und von den Inhalten. Und mir persönlich fällt es immer sehr schwer zu entscheiden, welchen Workshop ich besuchen soll. Also wenn man BWL-Bücher anschaut, die für Hacks zugelassen sind und genau für die Frage sich interessiert, wie ökonomische Weltzusammenhänge dargestellt werden, dann entsteht eigentlich über 15 Bücher hinweg ein bestimmtes Bild, das genau diese Dreiteilung vorsieht, die ich vorher beschrieben habe. Irgendwie. Es gibt ein Innen und es gibt so ein zweigeteiltes Außen, also so grundsätzlich. Ich bin ganz beeindruckt. Also erstmal war natürlich die Preisverleihung hier wunderbar. Und die Stadt ist super, ich war noch nie da. Referat morgen wird sein über die expansive Berufsbildung und was das für Folgen hat für die Stellung der Berufsbildung in der Zukunft. Und meine Aussage wird sein, dass wir uns in gewissen auch Widersprüchen bewegen und bewegen müssen, dass also die Berufsbildung einerseits an Bedeutung weiterhin quasi gewinnen wird, andererseits aber auch an Bedeutung relativiert wird, weil sie eben stärker jetzt in ein Bildungssystem eingebunden ist, also stärker mit Hochschulen auch zu tun hat und somit auch ein Stück weit ihre bisherige Form, ihre traditionelle Form verliert. Und atmosphärisch finde ich sie auch jedes Mal ganz toll, diesmal also auch wieder. Und es herrscht eine unwahrscheinlich gute Diskussionskultur und unwahrscheinlich große Gastfreundlichkeit und auch eine Aufgeschlossenheit für vielleicht schräge oder auch nicht ganz so elaborierte Themen. Aber so, man kann also viel querdenken, kommt aber eben durch den Austausch zu sehr schönen neuen Fragestellungen, die man damit nach Hause nehmen kann.